Servus, grüezi, hallo, moin, moin, Burkhard Kadu, wieder von einem Campingwochenende. In diesem Video berichte ich euch vom Campingplatz Stolzenau, Mittelweser, in Niedersachsen, Landkreis Nienburg müsste das sein. Direkt an der Weser, ein wunderschöner Campingplatz, und den stelle ich euch in diesem Video vor. Übrigens, wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal oder gebt mir einen kleinen Kommentar. Daumen nach oben, Daumen nach unten, sagt etwas dazu, lasst uns in Dialog treten. Denn nur so kann mein Kanal auch mit euch zusammen wachsen. Also viel Spaß beim Video. Yeah! Servus, grüezi, hallo und moin moin. Heute ist Freitag, 26. Juli. 31 Grad haben wir heute gehabt. Und wo sind wir? Wir sind wieder am Campingwochenende. Und zwar in Stolzenau. Direkt an der Weser, Campingplatz Stolzenau. Und direkt daneben ist der Wohnmobilstellplatz Stolzenau. Und was soll ich sagen? Wunderschönes Wetter, wunderschön gepflegter Platz. Und ja, da gehen wir mal rüber und zeigen euch mal, was es hier so in Stolzenau alles zu sehen gibt. Hinter mir, man sieht die Weser. Wunderbar. Wirklich schöner, gepflegter, toller Platz. Allerdings ist es sehr warm, aber irgendwas ist ja immer, ne? Jetzt haben wir es 21.20 Uhr und es ist immer noch sehr warm. Lorraine, was sagst du dazu? Wie immer, Lorraine sagt nicht viel. Ich gehe mal eben an die Weser hier, das müsst ihr doch mal eben angucken, das ist doch herrlich. So, schauen wir mal. Schöner Platz, total sauber, total gepflegt, und ich gebe mit euch mal eine kleine Runde jetzt hier. Ein paar Bilder haben wir eingefahren. Dieses Wochenende wollten wir zum britischen Wochenende, aber da in der Nähe war überhaupt kein Platz mehr zu bekommen, und so sind wir nach Stolzenau gekommen, ca. 30 Kilometer von dem Rittergut entfernt, wo das British Weekend war. Und wir müssen sagen, das war ein Treffer, ein wunderschöner Platz, wie ihr im Hintergrund seht. Und ja, ich zeige euch mal die Hotspots hier vom Platz und alles Weitere. Thank you.
Das Interessante an dem Campingplatz Stolzenau ist, der direkt an der Weser liegt. Hier ist also der Campingplatz Stolzenau und direkt daneben am Schiffsanleger ist ein großer Wohnmobilübernachtungsplatz. Beide haben nichts miteinander zu tun, aber beide sind sicherlich sehr zu empfehlen. Vorteil natürlich auf dem Campingplatz. Hier ist es bisschen abgeschirmter. Man hat Duschen, Toiletten und Versorgungsstationen. Versorgungsstationen hat man auch auf dem Wohnmobilübernachtungsplatz, genauso wie Strom. Aber hier hat man natürlich ein Duschhaus und das ist alles ein bisschen Duschhaus und fließende Toiletten. Das ist natürlich ein bisschen komfortabler. Darum sind das zwei ganz verschiedene Einrichtungen. Die eine hat mit der anderen nichts zu tun, direkt nebeneinander. Aber das muss uns jetzt erstmal nicht stören. Ich zeige euch beides. Einmal den Campingplatz Stolzenau und natürlich auch den Wohnmobilübernachtungsplatz. So, wir haben schon abgebaut, es ist schon Sonntagmittag. Die Hündin ist schon wieder nervös, die merkt, dass wir Reisetag haben. Jawohl, es geht gleich los. Aber zunächst gucken wir uns erstmal hier, das Chaos im Wohnwagen gucken wir uns nicht an, wenn wir Reisetag haben. Frau Taylor und ich, wir verstehen uns immer großartig, wenn wir auf- und abbauen. Ja. Es wird nicht alles gesendet hier, es wird noch einiges zensiert. So, jetzt gehen wir erstmal ins Sanitärgebäude. Aber ihr seht großartige Flächen hier, viel Platz, Wohnwagen, Wohnmobile nebeneinander. Der Platz ist überhaupt nicht parzellisiert. Also insofern eine schöne Geschichte. Es gibt hier auch Dauercamper, aber die fallen irgendwie nicht so auf, weil hier alles mobil ist. Die müssen einmal im Jahr den Platz räumen. Es gibt ja Campingplätze, da hast du Dauercamper. Die haben sich sowas von eingezäunt, dass man sieht, dass die Wohnwagen die letzten Jahrzehnte da nie sich bewegt haben und auch nie wieder runterkommen können. Ja, ist ziemlich großes Gelände, Kinderspielplatz hinter mir. So, wir sind am Sanitärhäuschen. Die Putzfrau ist gerade raus. Sie hat einen wirklich tollen Job gemacht und ich muss sagen, ja, das ist ein gemütliches Klo hier, kann man sagen. Hier ist noch alles sauber. Die Spielregeln hier, jetzt in Corona-Zeiten, sind so: verschiedenfarbige Schwämme. Nur zwei Personen dürfen gleichzeitig rein. Aber das sind die gesetzlichen Regeln. Wer weiß, wie lange das noch anhält. Und jedes zweite Klo ist natürlich aus Abstandsgründen gesperrt. Aber das sind die Spielregeln, die wir im Moment nicht bewerten können. Aber was wir bewerten können, hier ist alles total super sauber und gepflegt. Was wollen wir mehr? Dusche, WC, Frischwasser, Versorgung, Entsorgung, alles im Preis enthalten. Und wir haben dieses Wochenende mit zwei Erwachsenen, ein Hund, ein Stellplatz hier genau 40 Euro bezahlt. Das heißt 10 Euro pro Mann und Nase. Und die Hundenase, die war gratis. Also muss ich sagen, ganz toller Platz, sehr erholsam. Und hier ist der Abwaschraum. Und es war nachts richtig laut, aber nicht wegen Ruhestörung, weil wir hier sowas von in der Natur sind. Du hast Frösche quaken gehört, du hast Kuckucks gehört, Vögel gehört. Also so viele Naturgeräusche habe ich selten auf einem Platz gehabt, wie hier direkt an der Weser. So, jetzt gehen wir raus und jetzt wandere ich mit euch mal rüber. Das ist jetzt außerhalb des Campingplatzes, beziehungsweise erst dann, wenn wir das Ding hier, den Schlagbaum, hinter uns haben. Und jetzt gehen wir einfach rüber. Quasi eine Hecke weiter und dann sind wir auf dem Wohnmobilübernachtungsplatz. Der ist nur zugelassen für Wohnmobile. Der ist städtisch, nicht privat. Darum wird auch darum gebeten, dass die Wohnmobilisten nicht einfach da ins Sanitärgebäude reingehen. Was ich natürlich verstehen kann. So, das hier, das ist die Zufahrt zum Campingplatz und hier haben wir die Zufahrt zum Wohnmobilübernachtungsplatz und den gucken wir uns jetzt einmal an. Und wirklich, ich würde sagen, Platz für 30, 35 Wohnmobile.
ja, Landkreis Nienburg-Weser. Also das war für uns dieses Wochenende hier echt eine Reise wert. Und hinter uns die Fischbude, ein Schausteller, der die Not zur Tugend gemacht hat und sich hier mit seiner Fischbrötchenstand einen Stellplatz besorgt hat. Vernünftige Entscheidung. Gut, das war's von meiner Seite für dieses Wochenende. Mal gucken, wo wir nächstes Wochenende sind. Danke fürs Zuschauen. Wer noch nicht hat, abonniert gerne meinen Kanal. Kommentare freuen wir uns auch immer drauf. Und ja, wir reisen jetzt wieder nach Haus. Macht's gut und schönen Urlaub, gute Reise. Ciao, ciao. Juhu.